I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Camping- und Stellplatzvorstellung aus Polen. Wir sind in Dalowaport und zwar direkt in 100 Metern haben wir in dieser Richtung den Strand. Vor der Baumreihe da hinten, wo ihr das Fußgängerschild seht, rechts runter seid ihr auch schon in der Promenade. Hier hinten seid ihr direkt schon im Hafen und am Horizont könnt ihr hinten auch schon das Silo im Hafen von Dalowa City sehen. Ihr könnt die Fußgängerbrücke hier oben hinter der Promenade nutzen und bequem zu Fuß in die Stadt gehen oder mit dem Rad rüberfahren. Der Strand hier ist super. Es gibt einen sehr schönen Strandsteg. Zur Umgebung gibt es wieder das obligatorische Video drumherum und was wir hier machen können. Wir stehen hier auf einem Campingplatz, der einladend mit diesem schönen Schild sagt, top Gegend. Mich erinnert das hier wirklich mega an Beutenhagen. Ihr könnt die Promenade entlang gehen, ihr könnt eine Parallelstraße gehen, ihr könnt dahinter durch den Park gehen, ihr könnt am Strand entlang über den Steg laufen oder direkt unten am Strand durch den Sand. Ah, Kollege fährt. Wunderschönes Schild, super Bewertungen auf Google, super Bewertungen auf Park4Night und dann kam das Schrecken. Bildet euch selber das Urteil, wir zeigen es euch nur. Wir dürfen nicht offiziell filmen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie verstanden hat, ich möchte sie filmen oder den Platz. Wir werden aber arglistig beäugelt vom Ehemann der Platzwartin und vom Hausmeister, der gleichzeitig auch Bademeister ist, weil es gibt ein Hallenbad hier. Alles andere steht auf der Tafel. Aber wir haben lange gebraucht, es zu suchen, weil es der polnischste Campingplatz ist, den wir bis jetzt hier gesehen haben. Nicht auf dem wir standen, sondern den wir wirklich gesehen haben. Sind auch nur hier gelandet, weil der, wo wir gestern hin wollten, schon zu hat. Der sah aber auch nicht viel anders aus. Aber der hier ist schon speziell. Die Nacht ist super ruhig. Wir haben Bombe geschlafen. Es ist vorher etwas lauter durch die Straße. Das scheint hier zu schallen. Aber es ist auch der günstigste, den wir bis jetzt gefunden haben. Was haben wir bezahlt? Um die 20 Euro? Ja, um den Dreh, ja. Wir haben jetzt Nachsaison Rentnerrabatt, obwohl wir eigentlich noch gar keine Rentner sind. Wir haben 20 Euro umgerechnet bezahlt, inklusive Strom. Von daher... Alles gut. Alles gut. Von daher werden wir versuchen, euch das ein oder andere zu filmen. Es kann sein, dass es ein bisschen zusammenhanglos aussieht, weil es einzelne Sequenzen werden. Wir müssen gucken, dass wir uns da immer so ein bisschen durchschleichen. Bleibt dran, wir geben unser Bestes. Da vorne habt ihr die Rezeption. Sie ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Es gibt einen WLAN-Code. Das WLAN ist hier sehr, sehr stark. Ich habe mir allerdings das Passwort nicht aufgeschrieben, aber da ist volle Ausschlag. Und dahinter ist echt eine funktionstüchtige Tennishalle. Daneben ist unsere Platzwartin, sitzt da leider im Verschlag, ist noch ein Fahrradverleih, wo ihr nicht mehr die neuesten Fahrräder, aber funktionelle Fahrräder ausleihen könnt. Ich weiß auch nicht genau die Gebühr. Ihr geht auf jeden Fall unter dem Vordach durch die offene Tür oder wenn sie zu ist, macht ihr sie auf und dann rechts in ihr Büro. Nicht irritieren lassen durch die Schlafcouch, die da drin steht. Das scheint ein Multifunktionsraum zu sein. Hier, wo die Picknicktische stehen, gibt es auch noch mal eine Feuerstelle. Für ein Lagerfeuer zu machen. Holzscheite sind vorhanden. Es gibt hier wohl oder gab, ich weiß nicht, wie es vielleicht in der Saison aussieht, einen Ausschank, eine Leinwand mit einem Beamer
und auch noch mal eine große Grillstelle und auch noch ein Grill. Also Möglichkeiten hier ein gelungenes Sommerlager zu machen sind auf jeden Fall vorhanden. Dort noch mal ein Netz, um auch Tennis zu spielen hier hinten. Es gibt halt diese relativ einfachen Ferienhäuser, die ihr hier noch anmieten könnt. Ausreichend. Der Stellplatz verfügt über, ich meine so roundabout 50 Plätze, aber vorne an der Straße ist noch ein Plan. Da schauen wir uns das mal nach. Hier zur alten Apartmentanlage ist auf jeden Fall ein weiterer Spielplatzbereich, der noch genutzt werden kann. Ihr habt überall die Möglichkeit, euch diese Picknickgarnituren an eure Parzelle bzw. auf eurem Stellplatz zu stellen, da der Campingplatz teilweise parzelliert ist. Wie hier in der Bucht, in der wir stehen, habt ihr die Hecken, der dann entsprechend eure Parzelle unterteilt bis zur nächsten Hecke. Also die sind wirklich riesengroß, aber dafür habt ihr hier bedingt Schatten, wobei die Bäume sehr hoch sind und dann ab dem Nachmittag hier auch Schatten werfen. Der Untergrund ist unheimlich verhärtet, aber auch mit Sand versetzt, hat aber auch den Vorteil, wenn es regnet, dass es schnell versickert. Er ist mal weniger oder mal mehr eben. Wir haben in der Waage gestanden, aber mussten vorne ein bisschen hoch. Andere Plätze hier, wie ihr auf dem Gelände seht, ist mal mehr oder weniger eben. Ihr könnt euch hier überall hinstellen. Es sind ausreichend Stromanschlüsse vorhanden. Aber dazu gibt es eine kleine Besonderheit, die ich euch gleich am Stromanschluss erkläre. Wir sind hier in dem hinteren Bereich des Campingplatzes, wobei auch eben nicht mehr alles genutzt wird, wohl von der Fläche, die zur Verfügung steht. Da haben wir aber auch den Komplex des Sanitärcontainers, wo auch die Spülmöglichkeiten sind. Wie gesagt, ich muss immer gucken, ob unser Sheriff hier ist, weil sie nicht aufs Bild möchte. Ist eine super liebe Frau, aber kamerascheu. Wir stehen hier in dem parzellierten Bereich. Wir fahren gleich mit dem Rad einmal rum und zeigen euch den Rest. Ich muss hier immer aus ihrem Blickfeld bleiben, deshalb bewege ich mich aus. Da vorne, wo die Wohnwagen stehen, haben wir auch einen gemauerten Grill, den man nutzen kann. Also die Gruppe da, die sind mit drei Wohnwagen dort, haben den auch gestern Abend ausgiebig genutzt. Gehen wir mal rüber. Hier haben wir die schon etwas in die Jahre gekommenen Sanitärcontainer, vor denen sich die Mülltonnen befinden. Es wird auch hier wieder akribisch getrennt. Für die Sicherheit wird auch gesorgt. Feuerlöscher sind hier auch angebracht. Und dann schauen wir mal weiter. Spülbecken, überall ein Bewegungsmelder gesteuert. Der ganze Platz ist beleuchtet mit einem orangenen Licht, das aber nicht störend ist, da die Lampen auch sehr hoch angebracht sind. Wir haben hier tiefe, große Spülbecken, die dann auf der Seite flacher sind. Auch hier nochmal die Mülltonnen. Anbei die Duschen für die Herren. Der Container ist verschlossen, da außerhalb der Saison eventuell nicht mehr alles genutzt wird oder es wird nicht genutzt. Wie gesagt, alles in die Jahre gekommen. Der ist auch verschlossen. Also von daher sind nur der hintere Container aktuell nutzbar. Da geht es dann zu den Herren. Vielleicht zeigt Alfred euch die Herren. Bei den Damen komme ich jetzt gerade nicht rein. Also hier nochmal der Duschcontainer, die beiden linken, der wie auch der mit dem Dach drüber, sind nicht nutzbar, sind verschlossen. Es ist nur hinten der zu nutzen, wo dann zwei Toiletten für die Damen, zwei Duschen und ein Kombibad für die Damen sind. Jetzt der Sanitärbereich der Damen. Wir haben große
Toilettenräume, 2 Stück an der Zahl, alles sauber, ordentlich und vorhanden. Der Durchlauferhitzer für das warme Wasser, genügend groß, 2 Handwaschbecken, Spiegel in Augenhöhe, Steckdosen für euren Föhn und da müsst ihr achten, Adapter, es ist der mit dem Nippel. Dann haben wir hier noch eine weitere Toilette. Für das Toilettenpapier auf dem Boden ist nicht der Betreiber verantwortlich, sondern derjenige, der zuletzt geduscht hat. Duschkabine mit sauberen, ja, schimmelfreien Duschvorhängen, alles sauber. Eine zweite, nochmal 2 weitere Handwaschbecken für die Privatsphäre beim Waschen, auch hier der Spiegel, der Abzieher für die Dusche und noch eine weitere separate Duschkabine mit Fenster, ausreichend Haken, keine Sitzmöglichkeit. Hier hat der Vorgänger auch den Abzieher nicht benutzt. Hier sind weitere Haken, auch hier wieder Haken. Und eigentlich kann man die Duschköpfe da oben aufhängen. Also ich werde sie morgen ausprobieren und schauen wir mal. Es ist auch sauberer als gestern, von daher ist dann hier geputzt worden. Und die Putzfee, die habe ich hier auch gesehen, die ist also eigentlich immer im Einsatz. Das, was auffällt, liegt dann an deinem Vorbenutzer. So, hier haben wir die Herrenduschen. 2 Waschbecken, Spiegel. 3 Stück an der Zahl mit Vorhängen. Und aus die Zorenwürdische draußen. Ein Häkchen, noch ein Häkchen, noch ein Häkchen. Also ist etwas beengt, wenn man sich hier ausziehen möchte. Toilette. Noch eine. Und da haben wir auch schon den gemauerten Grill. Es steht aber hier und da auch Holzkohlegrills noch in den einzelnen Ecken. Es hat sich total geleert. Abreise ist bis 11 Uhr. Und jetzt sind nur noch einige Gäste hier, die nicht das Wochenende hier verbracht haben. Neben der Chemietoilettenentleerung gibt es noch die Pralinia. Und da habt ihr einmal eine Waschmaschine für 20 und den Trockner für 30 Slotti oder andersrum. Müsste ich jetzt Google Maps fragen, was heißt. Weichspüler, Waschpulver stehen auf jeden Fall da unten bereit. Und gegen den Einwurf der entsprechenden Münze könnt ihr das entsprechende Programm, das ihr benötigt, nutzen. Mit Google Translate kann man die Schilder ganz einfach übersetzen. Das haben wir auch schon mehrfach ausprobiert. Ich mache es jetzt nicht, wie gesagt. Sie ist meinen Filmvorgängen hier auf den Fersen und ich möchte Ärger vermeiden. Die Trommeln sind auf jeden Fall riesig. Da haben wir noch Auffangbehälter für Kunststoff und einen Glascontainer. Der Strom kostet hier als Tagespauschale 25 Slotti. Da sagt ihr Bescheid und euer Kabel wird in den Stromkästen eingeschlossen. Und wenn ihr ihn nicht mehr braucht, müsst ihr hier dem Platzwart Bescheid sagen, dass er es öffnet. Es gibt eine Art Hausmeister, eine Platzwirtin und 1-2 gute Feen, die hier sauber machen. Jetzt noch kurz zu den Preisen. Wir waren 2 Nächte hier, haben Nachsaison- und Rentnerrabatt bekommen und haben inklusive Strom 180 Slotti bezahlt. Das sind umgerechnet ungefähr 22 Euro pro Nacht. Ihr bekommt dann diese Quittung und auch den Bezahlbeleg und schon ist das Thema erledigt. In der Saison kostet es etwas mehr, ist aber immer noch auch in der Saison mit einer der günstigsten Plätze. Wir haben uns eben mit unserem polnischen Nachbar länger unterhalten. Der ist schon im 5. Jahr hier und sagt, der Platz ist einfach von dem, wie es ist in der Preis-Leistung her, mit einer der angenehmeren Plätze. Frischwasserversorgung gibt es nur eben mit der Gießkanne, indem du kleine Mengen am Wasserhahn hinten zapfen kannst. Da hatte ich auch nochmal nachgefragt.
Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Platz? Ich guck mal, dass ich euch jetzt noch vorne diesen kleinen botanischen Garten zeige. Dann schauen wir mal, was ich euch jetzt noch einfangen kann oder auf dem Rückweg. Ich wollte nämlich mit euch noch mal den Strandsteg Richtung Hafen gehen und ein bisschen bummeln. Mal gucken, wie wir das alles kombinieren. Hier hinten haben wir dann auch noch eine Wiese, auch hier, huch, mit einer Parkbucht. Platz ist etwas uneben, je nachdem, wo ihr seid. Ne, da haben wir auch noch eine große Wiese mit den Picknickbänken. Der alte Baumbestand bietet euch ausgiebig Schatten. Fahrwege gibt es nicht. Ihr hoppelt einfach, wie wir gerade mit den Rädern, über die Wiese. Auch da zwischen den Bäumen kann sich gestellt werden. Und der gekieste oder gesplittete Fahrweg endet hier vorne vor dem Sanitärgebäude. Wie gesagt, es ist nur der vordere Container zu nutzen. Und das ist noch ein separater Stellplatzbereich. Der zwischen Einfahrt und Campingplatz liegt. Das Hallenbad, das gegen eine kleine Gebühr mitbenutzt werden kann. Zu Schwimmzeiten werden die Seitenfenster geöffnet und ist mega gut besucht. So wie einige der kleinen Häuschen hergerichtet sind, ist es aber wohl eher so, dass die vermietet werden. In Privatbesitz sind teilweise. Hier haben wir noch mal zwei Toiletten, die mitgenutzt werden können. Und wie gesagt, hier den Schwimmbereich. Dann sind wir auch schon wieder an dem eigentlichen Wohnmobilstellbereich, der jetzt sich drastisch geleert hat. Und von hier sind wir wieder am Eingangsbereich, wo ihr auf die Straße gelangt. Aber hier vorne gibt es noch einen Durchgang, von wo ihr in einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt mal botanischen Garten, Parkanlage gelangt, die wirklich mich überrascht hat. Die werden auch täglich abends gegossen. Da sind die Mädels rege bei zu gießen. Schön ist auch diese Sitzmöglichkeit. Und schaut mal, der überzeugt, oder? Immer wieder Sitzmöglichkeiten. Alle Pflanzen sind beschildert. Und wenn ihr mitbekommt, wie warm es hier ist, wie sehr noch alles blüht, das ist echt Wahnsinn, ne? Da sind die Mädels echt rege dabei zu gießen. Weil wir hatten heute über 34 Grad. Und hinten, wo wir mit dem Rad waren, war alles vertrocknet. Hunde sind auf dem Platz erlaubt, kosten eine geringe Gebühr, sind aber an der Leine zu führen. Zigarettenstümmelchen dürfen nicht weggeworfen werden und kosten 500 Zloty Strafe, solltet ihr dabei erwischt werden, sie einfach so zu entsorgen. Der Herbst und die Hitze lassen mittlerweile hier ihren Tribut und die Blätter fallen immer mehr von den Bäumen. Dadurch ist es natürlich nicht ganz so einladend, als wenn wir jetzt im Frühling hier gewesen wären. Nur das sind die Apartments, die sind noch aktuell vermietet. Wobei ich nicht sicher bin, ob nicht auch Leute mehr oder weniger etwas dauerhaft wohnen. Das Ganze liegt in einer schönen, relativ neuen Ferien-Apartment-Neubausiedlung. Am Ortsrand. Und dann haben wir nämlich hier vorne noch den Plan zum Campingplatz, den ich euch noch zeigen wollte. Wir kommen hier hereingefahren
und haben hier den Tennisplatz. Also das wird nicht mehr genutzt, das Teil. Da stehen vielleicht Hüpfburgen oder ähnliches, ich weiß es nicht, Pavillons, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall jetzt nicht als Campingplatz mehr ausgewiesen. Wir haben hier die Ferienhäuser, wir haben den Bereich, auf dem wir stehen. Ein Minigolfplatz, der, naja, schon im ewigen Jahrgrund ist. Wir haben den Tennisplatz, die Grillhütte, den Spielplatz, das Schwimmbad. Oh, mein Polnisch ist gut. Und hier vorne noch ein Hotel. Das ist auf der anderen Straßenseite mit den neuen Ferienhäusern. Und wie gesagt, hier waren ja auch noch die alten. Da habt ihr den ganzen Komplex einmal im Überblick. Tja, was soll ich sagen? Ich lasse euch das Fazit mal so jetzt just by the way da. Das Fazit zu dem Campingplatz ist auf den ersten Blick absolut gruselig. Auf dem zweiten Blick, es war gestern Abend ruhig, ich weiß jetzt auch, wo die Musik und das Ganze herkam. Das kam jetzt aus diesen kleinen Ferienhäusern. Wir haben super nette polnische Nachbarn, mit denen kommst du, das gilt für den ganzen Urlaub, eher in Kontakt, als wenn du hier Leute aus der Nachbarschaft triffst, die wirklich in der Nähe zu Hause sind, vom Kennzeichen her, von da, wo du selber herkommst. Die Lage ist top, der Ort ist super. Alles, was speziell, alles, was sehr einfach, ist aber auch der günstigste Campingplatz, den wir bis jetzt in Polen gefunden haben. Von daher, ich weiß nicht, es war mit einer der tollsten Sonnenuntergänge, würde ich mal sagen, einen Daumen habt ihr von mir und einen halben von Alfred. Vielleicht etwas untertrieben, aber allein, dass wir nicht fahren können, wenn wir wollen, weil der Stromkabel eingeschlossen ist und so. Vielleicht geben wir noch einen Dreiviertel Daumen dazu, weil man uns den Rentnerrabatt gegeben hat. Und wir sind ja eigentlich beide noch keine Rentner. Und von daher würde ich mal sagen, so einen von mir, ein Dreiviertel von Alfred, dann sind wir aber auch schon da. Mehr können wir nicht geben. Ach so, jetzt habe ich euch noch nicht gezeigt. Es gibt einen kleinen Durchgang von dem Botanischen Garten, wo ihr dann genau auf die gegenüberliegende Straßenseite kommt, wo es am Strand geht. Wenn es euch interessiert, bleibt kurz dran. Ich laufe noch eben dahin. Und dann habe ich euch aber wirklich roundabout alles gezeigt. Ich meine, die Straße, die fahren hier nur tagsüber, das ist hier abends picomäuschenstill. Was wir nicht wussten, ist, dass zum Hafen abends seit dem 1. September umsonst stehen kannst. Hätten wir vielleicht dann gemacht. Also von daher, da hinten kommt ihr raus, dann könnt ihr hier bis zum Zebrastreifen gehen und kommt dann in wenigen Schritten zum Hafen. Ja, der fährt auch direkt durch zum Hafen, der weiß, dass du da hinten jetzt umsonst stehen kannst. Ab 23 bis 8 Uhr morgens stehst du da nämlich kostenfrei und ansonsten nur ein Parkticket. So, da hinten geht es dann zum Strand und damit sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Das war unsere Campingplatz-Vorstellung Rosa Wiatrow hier aus Dalowo, aus dem schönen Polen an der Ostseeküste. Camping Nummer 66, da findet ihr es auch drunter. Vielleicht lasst ihr mir ein Abo da oder auch ein Like. Schreibt mal was in den Kommentaren, damit das Ganze ins Rollen kommt, weil die Kommentare, die sind für den Google, für den YouTube-Algorithmus sowas von wichtig, weil nur so kommst du auf die Startseite und dann können auch die anderen sehen, was wir so machen. Ich sag wieder tschüss geredet, tschüss, bis zum nächsten Mal.